So, hallo und willkommen, ihr Lieben, zur 28. Folge Trimageddon. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein, was denn so in den letzten Zyklen bei Boomer und Jesse so passiert ist. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen auch, ob die beiden mit der neuen Handelsstation klargekommen sind. Und ja, mal gucken, was sonst noch für interessante Sachen passiert sind. Vor allen Dingen auch Boomer. Ja, doch, Boomer müsste sich erholt haben. Er hat es ja auch in, oder die Folge, die ich bei Boomer gesehen hatte, hat er alles hingekriegt gehabt und wieder gerade gebogen. Ansonsten sah es ja eigentlich alles ganz gut aus. So, wieder eine ewig lange Mordmeldung, wir kennen's. So, wir lassen mal kurz wieder laufen, damit die ganzen Meldungen hier weg sind. So, schauen wir mal erst nach. Also, bei mir scheint alles gut zu sein, außer dass die irgendwie nicht alles aufgeräumt haben. Oh. Okay. Jetzt bin ich verwirrt, warum haben die denn nichts hier aufgeräumt? Das verstehe ich nicht. Hab ich irgendwas vergessen? Ja, okay, hier liegt jede Menge Zeug rum, was die nicht wegräumen konnten anscheinend. Ja gut. Gut, gut, gut. Dann ist das so. So, es ist niemand gestorben, augenscheinlich. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal als erstes bei Jesse vorbei. Hier leuchtet alles wunderbar. Da liegt Licht. Und ich habe, ja, ich habe ja einen zweiten bekommen. Von daher, das ist halbwegs erträglich. So, was hat die liebe Jesse denn hier Schönes gemacht? Ich glaube, nach oben hin hat sie nichts weiter gemacht. Die Tanks füllen sich weiter, glaube ich. Sie ist angefangen, hier ein Setup zu bauen für den Goldvulkan. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht mal ebenso fertig gemacht, aber cool. Finde ich cool, dass sie damit angefangen hat. Was haben wir hier? Immer noch einen unendlichen Tank für wahrscheinlich immer noch Wasserstoff. Ah, und ich glaube, sie hat hier ein bisschen aufgeräumt. Oh ja, ganz ordentlich aufgeräumt. Okay, wenn das da voll ist. Okay, das ist bald voll. WTF. Okay, irgendwie hat sie jetzt gar keine Möglichkeit, wird jetzt gar kein Wasserstoff mehr verbrannt, außer es wird gebraucht. Was man auch daran sieht, dass hier teilweise schon Wasserstoff mit abgepumpt wird, weil es sich hier staut. Interessant. Ja, okay. Das wird sie wahrscheinlich dann in der nächsten Folge dann, denke ich mal, fixen. Ansonsten, was hat Jesse hier noch gemacht? Außer, dass es da leuchtet. ach ja, unten hat sie bestimmt weitergemacht. Was ist das hier? 367 Kilo Wasserstoff. Okay. Das ist bestimmt die Blase gewesen. Aber warum? Jagt sie dahin? Ist das so kalt? 44 Grad, nö. Okay, keine Ahnung. Ist wohl hier zur Anführungsstrichen Kühlung von den Polymerpressen gedacht. Geht dann nach oben. Da lang. Und dann hier hin. Guck doch, ist richtig. Achso, geht zu denen hier. Ah, okay. Er schließt sich mir halt auch noch nicht so genau. Oder ist das an dem Starkstromkabel mit dran? Ah.
Hier ist noch ein Starkstromkabel. Und auch irgendwie zwei. Also das eine ist das große Starkstromnetz von uns allen dreien. Das ist wahrscheinlich noch ihr eigenes irgendwie. Okay, ja. Ja, okay. Sie produziert da irgendwie was mit Strom. So, und dann hat sie hier angefangen, Ölraffinerien aufzustellen. Ich denke mal für die Polymerpressen, ja. Ist dafür gedacht. Ich dachte, sie wollte hier einen Dings hin machen. Ist das immer noch ihr Plan? Ein Petroleumboiler. Sieht aktuell nicht mehr danach aus, als wenn sie das vorhat. Ah, ich bin gespannt auf ihre nächste Folge. Beziehungsweise die Folge, die ich dann gucken kann, die ihr schon gesehen habt. Ich weiß ja gerade noch nicht so genau, was ihr Plan ist. Okay, dann schauen wir mal beim Boomer, was hat sich hier getan. Ah, Boomer ist mal angefangen, hier das Erdgas so irgendwie weiter vorzubereiten. Hat hier immer noch keine Geysire ausgepackt. Der hat bestimmt den Alarm genutzt, um zu gucken, was dahinter ist. Der kann mir nicht erzählen, dass er so lange die Spannung aushält, um... Oh. Das triggert mich gerade, dass sie nicht aufgedeckt sind. Der ist da quasi direkt daneben. Warum guckt er da nicht nach? Oder hat er bestimmt, aber unaufgedeckt. Fiesling. So. Ja, wir denke ich mal hier weiter schön an Stahl rumhantieren. Ich hoffe, mein Kalk ist dann komplett angekommen bei ihm. Was hat der Boomer denn sonst noch so gemacht? Hier sein Wasserstoff, unendlicher Tank. Läuft er jetzt? Er hat es dann jetzt mal nach Ewigkeiten geschafft, tatsächlich mal seinen Wasserstoff loszuwerden. Und hier pumpt er die ganze Zeit verschmutzten Sauerstoff ab. Okay. Ja, gut. Ansonsten weiß ich noch nicht so ganz genau, was Boomer hier so noch angestellt hat. Ich sehe es zumindest gerade nicht so genau. Das ist schon unfassbar viel Wasser, ne? Oh, der hat auch noch eine Wasserstoffblase. Hatte ich die schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Da ist noch ein Geysir. Ah. Okay, ja. Keine Ahnung, was Boomer großartig gemacht hat, aber die Menge an Wasser ist echt schon heftig. Das ist noch so ein Punkt, da müssen wir heute nachgucken. Wasser wird nämlich immer weniger und vor allen Dingen auch immer heißer. Langsam wird das zum Problem und da müssen wir mal was gegen tun. Interessanterweise ist der Sauerstoff hier noch nicht leer. Hätte ich schon fast erwartet. Dann ist von mir sonst auch nichts gewesen. Ja gut, dann schauen wir mal, was die beiden uns denn Schönes geschrieben haben. Drucker, da. Hallöchen, ihr beiden. Ich habe euch beiden so um die 2 Tonnen Plastik zugeschickt. Conny, ich habe da ein bisschen Erdgas, was ich dir zuschicken könnte. Ist das beabsichtigt, dass verschmutzte O2 im Erdgasrohr ist? Ansonsten viel Spaß. Bis auf die verhungernden Dukes war nichts Besonderes. Ich hoffe doch nicht bei mir. Die haben eigentlich jetzt genug Freizeit gehabt. Sollte eigentlich nicht passieren. Irgendwas mit... Bill? Ach so, ja. Ja, das war, glaube ich, noch vom Anfang. Als die angesaugt haben, war hier noch ein bisschen verschmutzter Sauerstoff drin. Ja, da ist auch noch ein bisschen was drin. Ich kann es nicht ändern. Werden wir einfach jetzt durch die Erdgasgeneratoren wegsaugen und fertig. Dann gehen sie halt eben kaputt. Ist jetzt nicht so wild. So, Keramik. Wie viel haben wir denn schon hergestellt? So. Ist schon gut was da. 15 Tonnen. 18 Tonnen. 18 Tonnen. Ja, okay. Das ist doch schon mal eine ganz ordentliche Menge. Temperaturtechnisch ist es wahrscheinlich... furchtbar. Kann man so sagen. 45 Grad. Ja. Ist schon wahr. Oh, 61 Grad. Wo habe ich denn 45 Grad gesehen? Naja, egal.
Das wird das sie wohl aushalten und wir werden es überleben. So, was hat der Boomer uns noch Schönes geschrieben? Da. Hallo ihr beiden, langweilige Folge. Nichts passiert, kein Drama, außer dass ich DSS vergessen hatte. Ansonsten super ruhig und langweilig und wahrscheinlich geht bei euch nun irgendwie ein Alarm los, den ich verpennt habe. Wenn nicht, bin ich echt überrascht. Viel Spaß und Erfolg euch beiden. Also dafür, dass er beim letzten Mal, als er dann Drama hatte, ganz schön viel Wirbel gemacht hat. Naja. Aber Boomer ist halt nicht zufriedenzustellen. Das ist halt so. So. Schaden überhitzt. Ei, aus Blei habe ich die gebaut. Nee, der nicht. Der wohl. Okay, dann müssen wir mal ändern. Der kommt weg. Dann kommt der auf jeden Fall weg. Was hatte ich eingestellt? Kalk und Fossilien und Plastik. Okay. Und hier hat sich nichts geändert. Gut, Plastik. Das können wir dann ausnehmen. Ja, und dann zerlegen wir die Dinger mal, bauen die mal eben neu. Oder vielleicht könnte ich das, bei Jesse ist ja nichts Wichtiges drin, dann kann ich die Einstellung von dem einfach mal auf den hier übertragen. Und dann kann ich die gleich wieder zurück übertragen. So, Plastik wurde mir angeblich geschickt. Ja, 4520 Kilo. Sehr cool. Ja, was steht für heute an? Und zwar, einerseits Wasser ist ein Problem. Ja, also das, was wir hier noch haben, ist halt echt. Es wird langsam kritisch warm. Und vor allen Dingen wird die Menge auch immer kleiner. Und deswegen würde ich gerne mal schauen, ob wir da oben nicht noch vielleicht irgendwo sinnvoll Wasser haben. Also werden wir mit Sicherheit haben. Aber vielleicht haben wir auch noch irgendwo einen schönen Geysir, den man nutzen könnte. So, das wäre für mich heute mal interessant zu schauen. So, da ist nichts dabei, was ich gerne hätte. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir ziehen einfach mal los und bauen hier munter mal nach oben. Das Ding reißen wir ab. Und dann schauen wir mal, was wir hier so noch Schönes überall finden. So, wir könnten da nach rechts rüber. Das machen wir vielleicht lieber so und dann hier so lang. Dann gucken wir mal. Also hier war irgendwo, war hier noch, da. Hier ist noch Wasser und nicht so wenig. Und vor allen Dingen ist es relativ kühl. Das 25 Grad, das sind 5 Grad. Da drüber wird noch ein Eisbiom oder so sein. Also sieht zumindest danach aus. Und ja, vielleicht werden wir auch einfach mal relativ viel Wasser von hier oben da nach unten leiten. Oder zumindest auch schon mal ein bisschen Eis nach unten bringen und versuchen, das vorhandene Wasser vielleicht mal ein bisschen runterzukühlen. So, ich habe eine neue Blaupause. Da ich diese Woche nicht am Stream war, können wir die mal wunderschön auch einfach heute aufmachen, falls ich sie alle bekomme. So, ein Bright Retro Wall Pot. Nett. Oh, ich habe noch eine Blaupause direkt. Cool. Dann schauen wir uns das auf jeden Fall gleich nochmal jemand an. Decke eingebrochen. Ach, Kerstin. Grab ist weg. Komm. ...91 Graupelweizenkörner. Und hier haben wir nicht mehr besonders viel Platz drin. Vielleicht sollten wir generell mal auf Dings übergehen, auf Kühlschränke und die Sachen da drin dann lagern. Die liegen auch jede Menge rum. Die können wir halt besser mal einfach da unten reinschmeißen. Na? Didi, hast du keine Lust, das mal eben zu zerlegen? Nee? Ja, komm. Schaffst du schon. Sehr gut. So, Kühlschrank. Wir haben Granit hier liegen.
Dann bauen wir das weiter. So, dann will ich hoffen, dass wir hier genug CO2 haben. Wahrscheinlich nämlich nicht. Dann buddeln wir hier nochmal aus. Da ist noch ein bisschen CO2 drin. Hier, das können wir mal wegbuddeln. Und dann kriegen wir hoffentlich genug CO2 hier unten hin, um das da 2 hoch dann auch zu haben. Mal aktuell ist es so, mal so, mal so. Na, schaffst du es noch, bitte? Hab den Auftrag. Sehr gut. So, dann könnt ihr das mal da hinbauen. Mal da mal rausschmeißen. So, und dann Kochzutat, Graubelweizenkörner. Knallen wir das da mal rein. Mal vielleicht gucken, ob wir noch irgendwo einen Koch herbekommen. So, und jetzt werden wir das ähnlich wie Boomer machen. Wir werden einfach jede Menge Wärmetauschplatten hier hinbauen aus Eis. Mit einer niedrigen Prio oder verschmutztes Eis geht auch. Ja, wenn sie da nichts zu tun haben, dann können die das mal machen. So. Nicht, dass denen noch langweilig wird. So, abbrechen. Aufräumaufträge würde ich gerne mal abbrechen, weil da ja noch jede Menge rumstehen. Die sie nicht wegräumen können, aufgrund dessen, dass hier die Erzbehälter voll sind, die Sandbehälter sind voll. Könnte man natürlich hier nochmal einstellen. Ne, können wir auch erstmal lassen. Können wir zum Schluss wieder reinmachen. So, wie weit sind wir hier? Na, da ist auch noch Wasser. Auch relativ kühl. Irgendwo muss da wohl die Dingens gebrochen sein, die Abyssalit-Barriere. Da kann ich nicht bauen. Denn so ewig viel Wasser ist das hier halt auch nicht. Hier und da ist halt mal immer so eine Pfütze, aber viel ist es nicht. Ich hätte halt noch gerne irgendwie einen sinnvollen Geysir. Ich meine, der hier ist jetzt. Naja, ich bin kein riesen Fan von Kaltdampfschloten, die sind halt voll anstrengend, die haben eine richtig ätzende Temperatur. Es ist zu kalt für eine Dampfturbine, es ist zu warm, um es direkt abpumpen zu können, weil es halt erst noch Dampf ist und ach. Am liebsten wäre mir das sogar, wenn wir irgendwie, ich meine, den kann man ja so weiter nutzen, ne? Aber dann sollten wir halt schauen, dass wir das Wasser hier halt irgendwie auch noch temperiert bekommen. Merklich Stahl mittlerweile. Naja, aber nicht besonders viel. Das reicht nicht mal für ein Vakuum. Ja, ja, auf jeden Fall brauche ich noch. Ich brauche noch eine Einkaufsliste. Einkaufsliste. Bitte. 4 Tonnen Stahl. Danke, Boomer. Mal schauen, ob er zumindest. Sich beim letzten Mal, als ich geguckt hatte, gewundert, warum hier 2 Zettel sind. Aber ich glaube, er hat es dann verstanden gehabt. So. Wie weit sind wir da? Ah, hier haben wir schon weitergebuddelt. Okay. Das sieht nicht nach einem Geysir aus. Oder da ist auf jeden Fall nichts Interessantes. Da ist ein Geysir. Okay. Können wir da am geschicktesten hin? Endlich von hier hin. Oh, hier ist auf jeden Fall noch jede Menge Wasser. Da auch. Das müssen wir halt irgendwie zusammenführen. Oder aber
Wir führen das hier irgendwie gefühlt alles zusammen mit dem Eis. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall ist da ein Geysir, wo ich gerne hin möchte. Das können wir eigentlich von hier aus. Wir gehen einfach hier weiter hoch. Erstmal so, glaube ich. Ich würde die gerne alles zusammenführen, aber ich weiß nicht, ob wir das hier hinkriegen an der Stelle. Also in eins zusammenführen, glaube nicht. So, kommen wir da runter, dann können wir hier noch wegbuddeln, dann kommen wir da hin. Da kommen wir auch überall hin. Und dann graben wir nach hier hin. Und hier runter. So, und dann können wir uns angucken, was da Schönes drin ist. Ah, ich freue mich. So, und irgendwie müssen wir dann auch hier weiter nach oben. So. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Wasser, was ich schon mal ganz gut finde. Vor allen Dingen schönes, kaltes Wasser. Die Frage ist, wo bringen wir das unter? Ob wir das bis nach hier unten hinpumpen? Ich weiß es noch nicht. Warum passiert hier nichts? Kupfer fehlt uns. Also haben wir wahrscheinlich nichts, wenn ich das richtig sehe. Fehlt es Metall, Blei und Gold. Blei und ein bisschen Gold. 200, ja, 920 Kilo Gold haben wir. Dann bauen wir doch erstmal aus Gold. Dann müssen wir nochmal schauen, dass wir irgendwie... Wo haben wir eigentlich? Haben wir Gold hergestellt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, Transformatoren aus Gold. Ist das so richtig, was ich hier gemacht habe? So ganz. Hä, was habe ich denn hier für ein Blödsinn gemacht? Ich habe ja voll den Scheiß gebaut. Ich bin verwirrt. Vor allen Dingen hat mich darauf niemand hingewiesen, dass ich hier voll den Quatsch gebaut habe. Das geht halt wieder in die Hose, ich bin ab doch. Strom. Irgendwie voll den Blödsinn hier gemacht. Stark ist, dass ich nicht auf die Uhr geguckt habe, wann wir begonnen haben. Jetzt muss ich schätzen. Ich glaube, wir haben heute nicht so ewig lang gebraucht bei den anderen zum Gucken. Okay, ja, ja. Okay, ja. Ungefähr Pi mal Daumen. Also nachdem Boomer ja letzte Woche irgendwie anderthalb bis zwei Stunden gemacht hatte, ja eher so zwei Stunden, glaube ich, dass das okay ist, wenn wir dann zur Not fünf Minuten länger gemacht haben, als es wirklich so war. Ich glaube, da kommen wir mit klar. So, dann... Ja, wir brauchen unbedingt... veredeltes Metall. Hier machen wir doch ruhig Gold. Mal so 20. Ich glaube, wir stellen fürs nächste Mal einfach was ein. Ich meine, ich könnte mir natürlich jetzt auch bei Boomer was bestellen, aber ich weiß auch nicht, wie viel Stahl haben wir denn insgesamt schon? 7,3 Tonnen. Ja, das ist halt nicht die Welt. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt vielleicht bestellt 4 Tonnen. Boomer muss mal schneller Stahl herstellen. Also es kann nicht am Strom liegen. Da macht der Stahl.
Du musst mal schneller Stahl herstellen. Vor allen Dingen haben die doch alles schon hier, oder? Halt, ich wollte den Lager behalten. Eisenerz, Eisen, Sizilien, da müsste veredelter Kohlenstoff sein. Ja, das Kühlmittel ist das Problem. Das ist der zweite Metallraffinerie. Ich glaube, wir hatten heute noch keine Verhungermeldung, kann das sein? Okay, Gräber und Maschinen. Fällt mir ein, wir wollten eigentlich noch die Glasproduktion antreiben. Das große Problem ist, ich möchte eigentlich auch gerne einen Dampfraum bauen. Da würde ich dann auch vielleicht die Glasproduktion drin machen. Aber wie wir alle wissen, das passiert, wenn man Glas in großen Mengen macht. Irgendwas wird kaputt gehen. Ja. Ich schau mal kurz in meine Tabelle. Was habe ich da? Hab ich jemanden, der bedienen kann? Ja. Einen Bediener hätte ich. Einen Gräber habe ich. 1, 2. Der Gräber ist eigentlich schon ziemlich starr. Oh, ja, okay. Der Bediener hat Flatulenzen, der ist raus. Okay, ich würde sagen, dann nehmen wir doch einfach noch jemanden dazu, der graben kann. Und dann hole ich euch mal mit dabei. So. Und dann blenden wir mal aus. Und wir haben noch 5 Leute, die gerne in die Kolonie möchten. Dann mische ich mal ein bisschen durch. Und Gewinner 0. Hello? Stark. Okay. Hä? Ticketzahl 2. Keine Ahnung, da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Aber Ticketzahl 2 haben wir definitiv. Und das ist der Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Einen wunderschönen Namen hast du. So. Ja, dann holen wir den Daniel mit dabei. Und der wird dann Gräber. Ich habe tatsächlich nicht vergessen, das Excel auszumachen. So, Daniel, was hat er denn gesagt gehabt, welcher er sein möchte? Ist egal. Okay, ist egal. Dann würde ich jetzt einfach mal gucken. Was haben wir denn noch nicht für einen Duke so dabei? Habe ich einen Otto? Ich glaube, am besten kann ich das in den Zeitplänen sehen. Wer so bei mir ist. Ich glaube, wir haben noch keinen Otto. Ah, obwohl so ein Steven wäre natürlich auch cool. Steven ist voll die coole Socke. Wir haben noch keinen Steven. Ja, wenn wir Daniel einfach einen Steven kommen. Ich mag Steven, der ist voll cool. Tja. Ich finde den so stark. Okay. So, dann. Hier, das ist der Daniel. Herzlichen Glückwunsch in der Kolonie und willkommen hier bei uns. So, dann schmeiße ich den mal direkt in den richtigen Zeitplan rein. Kommst du mal hier hin, zu mir, in den. So. Prioritäten muss man noch direkt festlegen. So, graben. Fertigkeiten. Oh, hier müsste ich eigentlich auch mal drüber gucken. Das ist mittlerweile wirklich, wirklich. Ach Gott. Ich glaube, ich sage das auch jedes Mal, dass wir da mal drüber gucken müssen, ne? Okay, Bellega ist okay, so, den können wir so lassen. Wo sind die nächsten von mir? Das ist Daniel, den hatte ich. Didi. Didi ist auch okay, der kann so graben. Moraltechnisch ist das halt nicht so der Hit bei uns. Dann Frau Ziller. Frau Ziller war, glaube ich, zum Aufräumen bei uns. Glaube ich. Bin ich ganz sicher. Ich schau mal kurz nach. Frau Ziller. Ja, du sollst aufräumen. Okay. Dann geben wir doch einfach noch ein bisschen Tragfähigkeiten. Das ist doch schon so okay. Dann Harry Fox. Bedienung war das, ne? Ja. Geht dann auf Bedienung und ein bisschen tragen ist auch nie verkehrt.
So. Jesse. Pflanzen, das ist okay. Kerstin war Mechatronikerin. Er braucht ja auch schon echt viel Moral für. Vielleicht lassen wir das mal erst so lieber. So, dann, wen haben wir denn noch? Kelvin. Das ist auch okay. Dann. Oh, ich bin bei Boomer. Ui. Seit wann bin ich denn bei Boomer? Hast du das mitgekriegt? Ist ja schon, oder? Nee, ich bin ganz frisch. Ich bin taufrisch. Ah, endlich bin ich auch bei Boomer. Ist ja super. So, dann Redgrass. Das ist okay so. Schrumchen ist auch okay. Sven. Sven ist definitiv noch nicht okay. Der ist nämlich noch gar nicht so lange dabei. Dann bekommt der auch die ganzen Bounce-Skills. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Also wenn man wieder dran ist, dann sind die einfach durchgelevelt. So. Hugh Garfield ist auch okay. Der hat halt die Forschung gemacht. Ja, okay, dann bin ich ja durch. Das ging jetzt schneller als erwartet. So, und dann muss ich... Daniel hatte ich eingestellt, ne? Ja, okay. Dann herzlich willkommen an Bord. Dann bauen wir dir noch ein Bettchen. Beziehungsweise müssen auch nochmal schauen, dass wir die woanders hinpacken. Vielleicht nochmal irgendwann. Das ist halt ein Mucks hier. Irgendwie müssen wir hier das CO2 loswerden. Ihr Problem ist nämlich, dass unser... Aber das könnten wir vielleicht so lösen. Nee, nichts für verrottete Haufen? Dann drücke ich eigentlich die ganze Zeit Pause immer. Das ist furchtbar. Nee, nichts für verrottete Haufen? Ich bin verwirrt. Anscheinend nicht. Hä? Irgendwas müssen wir aber haben. Da ist nämlich keine verschmutzte Erde. Also, wo habe ich den? Ja. Warum habe ich denn der verrottete Haufen nicht eingestellt? Nee, das ist Schleim. Ist auch egal. Nee, dann müsste ich ja noch irgendwo einen haben. Wo? Teilweise stelle ich die Sachen ja eigentlich gerne in die Schleuse rein, aber irgendwie ist hier nichts. Oder habe ich den da mal stehen gehabt? Der ist weggekommen? Nee, auch nicht. Hier liegt zumindest nichts. Ich bin verwirrt. Keine Ahnung. Da! Ah! Okay, aber warum wird da nichts hingebracht? Sollten die ja wohl drankommen, ne? Ja, oder ist es gerade frisch reingekommen? Das kann natürlich auch sein. Ich bin mal überlegen, ob wir hier dicht machen. Und dann einfach hier auch ein paar Gitterziegel. Ja, sieht doof aus. Und dann zerlegen wir nämlich da den Ziegel. Und machen hier unten noch eine zweite Etage rein. Kann man mal so machen. So, wie weit sind wir denn hier? Es wird gebaut, aber es dauert. Bio bauen. Ja. Vielleicht hat sich auch gerade meine Frage entwickelt, warum das hier so lange dauert. Wieso baue ich denn auf 1? Ja, gar nicht. So. Wir brauchen hier noch die Filter aus Gold. So, nee, falsch rum.
So rum. Ja, machen wir erstmal so. Dann jetzt hoffentlich gemacht. Ich bin so gespannt, was da drin ist. So, in der Zeit können wir schon mal gucken, was gibt es als nächste Blaupause. Bitte ein Bett, bitte. Was ist das denn? Volker Dot. Irgendwas an Licht. Okay. Eine Deckenlampe. Okay. Ja. Hat gerade relativ lange gebraucht, bis ich das als Licht entziffert habe. Okay. Interessanter Skin. Ich kann mich an den gar nicht mehr erinnern, dass der irgendwo dazu gekommen ist. Okay, jetzt ist halt der Lampenschirm, aber das Schöne ist halt anders, ne? Weiß nicht. Also meins ist das bestimmt nicht. Na, was wir hier nochmal machen könnten, wäre auch aufgraben. Dann einfach eine Verbindung nach hier schaffen und das hier wegpumpen. Da ist halt immer noch die Frage, wie bringen wir das mit rein? Deswegen war das auf 1. Jetzt habe ich eigentlich kein Eis. Oh, bestimmt wegen Boomer. Bestimmt wegen Boomer. Ja, der hat das ganze Eis da reserviert, deswegen ist nichts über laut Anzeige. Das ist das Problem. Oh. Okay. Dann bauen wir das jetzt aus Eis. Bio 1. Naja, nicht genug Material. Ich will hoffen, dass der das da jetzt nicht alles für sich reserviert hat. Das wäre echt ätzend. So, bauen wir mal irgendwas auf 9. Wir hoffen, dass das so klappt. Nicht, dass das ganze Eis der ganzen Karte jetzt durch Boomer hier reserviert ist. Dann kriege ich aber die Krise, ey. Das ist halt eine Sache, die funktioniert jedenfalls echt null im Multiplayer. Und das hatten wir schon mal irgendwo gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob das trotzdem funktioniert hatte. Was ich mal brauche, ist definitiv hier eine neue Wärmetauschplatte aus Eis. Es wird gerade wieder ziemlich warm hier. Gucken wir mal, ob die gebaut werden. Dann wissen wir auch Bescheid, ob das jetzt alles durch Boomer reserviert wurde oder nicht. Ah, hier haben wir ein Problem. Dieses Eisbio. Oh! Uff, okay, nochmal eine Erdgasblase. 500 Kilo bei minus 2,3 Grad. Nett. 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 Kann man nicht anders sagen. So, und dann brauche ich hier auch noch definitiv die Transformatoren. Aus Gold. Also hier habe ich ja richtig Mucks gemacht. Sven hat eine Sauerei gemacht. Das ist mein Sven. Ja, okay. Dann hat Sven eine Sauerei gemacht. Ja, Sven, kannst du mal deinen Anzug ablegen? Dann bleibt die Sauerei wenigstens draußen. Und dann ziehen wir wieder an. Sven, Sven, Sven. Sven, Sven, Sven. Da. Sehr schön. Also wenigstens hat Pippi draußen gelassen. Fliegt nicht wieder in der Kolonie rum. Das finde ich cool. Müssen wir noch schauen, dass wir die dann in... Vor allem können wir die Energie da, die Kälte, könnten wir echt nutzen, die vorher hier mal eben durchschicken und dann erst in die Erdgasgeneratoren leiten. Aber generell könnten wir das mal tun hier. Die sind auch ziemlich leer tatsächlich. Interessant. So, Boomers neuer Conveyor Rail steht da. So. Und Jessies können wir dann zerlegen aus Blei.
Ah, okay. Es wurde tatsächlich gebaut. Das heißt, Boomer hat nicht das ganze Eis für sich reserviert. Das lassen wir jetzt mal eben hier schön langsam durchlaufen. Ah, hier ist ja auch schon eine Platte. Interessant. Ist kein Problem, wenn das jetzt da unten hinläuft. Ach, da auch nicht. So, haben wir es wieder ein bisschen kühler hier. Ja, wir brauchen halt den Stahl, dann kann ich auch einen Vaku bauen, dann kann ich auch einen zweiten Vaku bauen. Also eigentlich bräuchte ich zwei, einen für die Koloniekühlung und einen für die Wasserkühlung unten beim Kaltdampfschlot. Ja. Weil ich glaube, wir werden das ganze Frostbiom hier auseinandernehmen. Weil bis wir das fertig haben, dauert's. Und irgendwie müssen wir jetzt gerade mal klarkommen hier und das ein bisschen runterkühlen und hier irgendwie... Selbst wenn ich nächstes Mal den Stahl habe, muss ich halt auch erstmal einen kompletten Dampfraum bauen. Das dauert. Hier ist tatsächlich auch sehr viel Wasser. Das müssten wir hier irgendwo eigentlich sammeln, am besten. Einmal da und einmal da oder so. Aber man könnte es irgendwie vielleicht doch ins Eisbiom laufen lassen. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das sehr viel Wasser hier. Das ist schon sehr cool. So, Transformatoren sind gebaut. Dann können wir das jetzt hier mal passend verbinden. So. Hier würde ich gerne das ist die große Kolonieleitung. Okay, nee, da hat es keinen Sinn. Dann ist das hier schon richtig. So, der Conveyor. Spielt da irgendjemand ohne Wallpaper? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier lila Wallpaper von mir hinter waren. Bestimmt ein Boomer die wieder nicht an. Der kann halt ganz gut irgendwas vergessen an Mods. Deswegen fehlten hier letztens auch die Ziegel. Das ist sehr interessant gewesen. Ja gut, dann hat das nicht so viel Sinn, dass ich da die Wallpaper hinter habe. Aber anscheinend haben die beiden das ja so verstanden auch. Daher, alles gut, dann lasse ich es halt so. Ich kann mich da gerade gar nicht dran erinnern. Jesse hat die bestimmt an. Jesse hat gefühlt alle Deko-Mods an, die es gibt. Ah, noch ein Geysir sehe ich gerade nicht. Schade. Ist auch alles hier kein. Das ist auch so eine Geode, ne? 5000 Kilo Sand auf einem Block. Das ist eine Menge. So. Dann, wie sieht es jetzt hier aus? Strom ist dran. Automatisierungskabel ist dran. Lüftung ist an. Das Einzige, was fehlt, ist hier die Gasleitung. Lass das mal laufen und dann können die das hier gleich reparieren, sobald das dann da durchgelaufen ist. Spannend haben wir denn jetzt hier auch gleich. Könntet ihr das wegsaugen? Das wäre schon ganz cool, wenn ihr das da wegsaugen könntet. Wie ist das denn bitte? 45 Gramm. Ach, jetzt haben wir es weg. Okay. So, was können wir hier noch einstellen, damit die das hier demnächst mal aufräumen können? Metallerz können wir einstellen.
Filtermaterial können wir einstellen. Ich glaube, das war's das dann sogar auch. Können wir noch mal weiter bis nach da hinten bauen. Naja, Schaden durch falsches Material. Ist dann jetzt auch gegessen, hoffe ich. Das müssen wir jetzt noch mal erweitern. Haben wir hoffentlich gleich auch das ganze Zeug da raus. Ich weiß halt nicht, ob hier noch irgendwo was drin hängt. Wieso habe ich die eigentlich weg? Nein, das ist an der Stelle wahrscheinlich auch ziemlich überflüssig. Na wohl, so ganz abgedichtet hat Jessie ihre Kolonie ja nicht. Aber es ist mittlerweile auch ganz deutlich dünner geworden hier aufgrund, vermutlich aufgrund dessen, dass sie das Wasserstoffproblem hat. Oh Mann, mit dran und fertig. Auf Dauer müssen wir sowieso nochmal dran und irgendwie unseren Sauerstoff tatsächlich dann auch nochmal erhöhen. Die Elektrolyser helfen halt nicht auf Dauer hier. So langsam haben wir auch echt eine Menge an Duplikanten. Die ziehen ja schon ganz ordentlich weit weg. So, jetzt komm. Grab dich mal schön fix hier durch und dann sag mal, was das für ein Geysir ist. Sind wir schon mal irgendwas Neues, Interessantes? Nein. Nein, nein, nein. Wenn das gleich nichts Interessantes ist, machen wir hier dicht. Hier dicht und dann den Scheiß hier irgendwie zusammenlaufen lassen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie werden wir das machen. Zur Not mit zwei Pumpen. Die da unten sind jetzt fleißig am Bauen gewesen. Nee, noch nicht. Und dass die Pumpe, die Sauerstoffblase hier noch nicht zu ist. Das muss aber um die schon. Okay. So, dann können wir die Einstellung hier drauf übertragen. Dann können wir wahrscheinlich auch mal wischen. Halt auch nicht so geil, ne? Ewig viel Wasser da in der Kolonie stehen zu haben. Das Biom ist auch schon ziemlich fratze hier. Ja, wow, ey, ich freue mich auf den Geysir und dann ist das ein Chlorgaschlot. Ist nicht wahr, ey. Es ist nicht wahr, ein Chlorgaschlot. Sehr schön. Wie und wo kann ich das denn jetzt am besten zusammenführen hier? Eigentlich so nach hier unten hin. Aber ist hier auch schön warm, ne? Das Doofe da dran. Nichts da reinlaufen lasse, dann ist das hier das schöne kühle Wasser auch nicht mehr so schön kühl. Hier wäre schon irgendwie sinniger.
Aber dann müsste ich im besten Fall eigentlich irgendwie hier so mal ein bisschen höher bekommen. Ja, versuchen wir es hier mal abzupumpen. Gucken, wie weit das funktioniert. Ja. So, dann müssen wir das da reinlaufen, das da reinlaufen. Bevor es dort gleich alles gibt. Ich meine, das wird bestimmt nicht alles gefrieren, aber. Nein, nicht den. Ach Gott. Mist, dass wir jetzt hier können wir nicht dicht machen. Das wird da so schön reinlaufen. Ich könnte jetzt noch gucken, ob wir hier. Ja, hier können wir noch zwei Ziegel hin machen. Können wir das hier aufmachen. Das von da oben hier vielleicht noch runterleiten. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Pumpe. Dann. Ja, bis nach da unten leiten macht halt irgendwie keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Wir werden da irgendwo einen Filter hinstellen müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Und dann werden wir es hier einfach direkt auf die Elektrolyzer geben. Es macht halt keinen Sinn, das einfach bis nach unten zu leiten. Und ich glaube auch noch nicht so dran, dass wir da oben noch eine vernünftige Wasserquelle finden. Also von daher. Können dafür auch sein Stein nehmen. Das lasse ich mal so. Da dribbelt ja immer noch ein bisschen was nach. Also was wir mal machen könnten, wäre hier eine vernünftige Leiter hin. Das machen wir auch mal erst. Weil ich jetzt hier auch hier einen Zickzack durchgehe, bauen wir hier mal eine 5 Leiter ein. Warum sind wir nicht direkt hier hoch? Das gibt keinen Grund. So. Da mal einen vernünftigen Leiternweg hin. Das würde ich als Auffangbecken hier für das Eisbiom mal lassen, sonst haben wir die ganze Zeit da immer irgendwie unten Wasser drin. So. Erde. Nehmen wir. So, was wir noch brauchen ist Strom. Den können wir uns hier wohl abzwacken. Da sind nur 10.000 drauf, ne? Ja, das geht wohl. Ah je. Dass das überhaupt noch hält. Ich glaube, da ist viel Inaktives mittlerweile bei. Also von daher scheint das schon irgendwie zu funktionieren. So. Nichtsdestotrotz möchte ich heute eigentlich auch wohl noch gerne alles erkundet haben. Vielleicht werden wir einfach mal jetzt gleich anfangen. Noch eine Anmeldung von Sven. Okay, Sven ist halt noch jung und frisch dabei und der kann auch nicht so schnell laufen. Vor allem nicht im Anzug. So, wir werden jetzt einfach mal ordentlich hier die Grabetechnik durchrattern. Okay, vielleicht nicht unbedingt da durch den Sand, das macht halt nicht ganz so viel Sinn.
sind unsere Gräber nicht so auf die Bauarbeiter angewiesen. Doch, das geht immer so gerade. Ganz ohne, dass da eine Katastrophe mit dem Sand passiert. Geht's nicht, aber fast. Was sollen sie machen? Das funktioniert so nicht. Muss man leider zwischenbauen. So, dritte Blaupause. Und Erdbeerhandschuhe. Oh, toll. am liebsten hätte ich nur Skins, glaube ich, für. Jawohl, das stimmt auch nicht. Aber ich finde, momentan gibt es halt coolere Skins für Gebäude als für Duplikanten. Bei den Duplikanten fehlt mir noch irgendwie so die Outfits, die richtig, richtig cool sind. Ich finde, bei den Gebäuden haben sie sich bisher irgendwie ein bisschen, waren sie ein bisschen kreativer als bei den Duplikanten-Skins. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder gerade im Chat, was ihr davon haltet. Oder wie ihr das seht. Und ich finde, die Gebäudeskins sind teilweise doch sehr, sehr viel kreativer gewesen und auch schicker geworden als die Skins für die Duplikanten. Okay, da ist. Ah, da haben wir doch noch was. Also wir haben noch mindestens einen Geysir. Und den werden wir uns dann natürlich mal anschauen. Ist das warm? Ja. Ein bisschen weiter nach unten. Ja, das passt. Okay. Mal kicken, was wir da noch so haben. Und der hat eine Sauerei gemacht. Harry Fox, warum pinkelst du hier hin? Ah. Das ergibt sogar Sinn. So, wenn da voll ist. Können wir doch ohne Probleme sagen, komm, wir ballern das einfach auf die Sauerstoffleitung. Sehe ich gar kein Problem mit. Ja, das wird jetzt weitergehen. Kommt nochmal ein Alarm drauf, bevor jetzt gleich hier. Anmeldung, okay. Oh, dass hier gleich die ganze Kolonie in Pipi schwimmt. Das auch nicht so ganz richtig ist. Müssen wir hier noch eine Brücke hinmachen und da trennen. Erstaunlich lange, um so eine blöde Brücke zu bauen. Was ist denn das schon wieder hier? Leute. Kivinius, kommt der gerade aus Buktehude oder was? Zack, Sandstein musstest du jetzt von 5 Kilometer Entfernung holen. Warum läuft das nicht? Geht auch noch raus. Ja, doch. Ich weiß, dass ihr nicht pinkeln könnt. Nun, liebe Leute. Ihr könnt wieder auf den Thron. Strumpchen, was hast denn du da für einen Pipi-Turm gebaut? Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Das ging bis hier oben. Dann wischen wir mal wieder ganz viel. Das ist bestimmt auch so eins der häufigst benutzten Werkzeuge, oder? Das Pipi-Tool. Den Wischer.
So, ihr könnt wieder pinkeln gehen. Ich bin gespannt, was wir da kriegen. Ein Flat ist da ja auch noch was. Das werden wir gleich sehen. Also hier drüber ist natürlich nichts mehr. So, was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist da Strom dran. Ruhig damit an die Leitung, ist gar kein Problem. So, Sanitär. Ziehen wir erstmal von da oben ab. Das funktioniert so nicht. Das war nicht gut. Diese Leitung müsste erst nach da oben gehen. So. Ach, Glück gehabt. Was noch für eine Leitung hier? Die ist mittlerweile überflüssig anscheinend. So, dann haben wir jetzt in erster Instanz hier mal eben die Dinger weg, bevor sich da gleich einer einsperrt. Oh oh, der Didi. Verschmutzter Wasserschlot. Was macht der nochmal? Bei 30 Grad. Lebensmittelkeim. Ja, läuft. Und dann lassen wir einfach hier mal schön vor sich hin brutzeln. Wir können ja mal eben analysieren. Dann graben wir das aus. Und dann kann der von mir aus hier schön rumwirken. Kann er von mir aus das ganze Biom hier mal schön umwandeln. Gar kein Problem mit. So, dann machen wir hier. Dann machen wir da mal eine isolierte Tür hin. Da kann er dir hier mal richtig schön rumwüten. Das ganze Biom hier auseinandernehmen. So schön 30 Grad. Nett. Nett, nett, nett. Habe ich nicht mehr mit gerechnet, dass wir so einen Geysir hier irgendwo finden werden. Aber ist natürlich auf jeden Fall sehr cool. Okay, du bist da noch hingekommen. Ja, ich glaube, wir bauen da erst ein paar Leitern hin. Aus Granit. Ganze Dingen hier komplett schick auftauen. Ich meine, dadurch, dass die Barriere hier schon gebrochen ist, ist es sowieso nicht mehr so ewig kalt hier. Hier machen wir auch mal Licht dazwischen. Das muss gar nicht isoliert sein, aber wenigstens. Direkt umwenden. Da ist Sonne.
So, mal eine Frage in die Runde. Wer hat auch immer einen sehr krassen Monk und muss auch diese Felder hier, wo man so ein bisschen durchgucken, mit wegmachen? Ich finde das immer ganz furchtbar. Also diese Felder hier, die haben ja keine Weltraumeinwirkung, die da. Aber die muss ich trotzdem mit drüber machen, das geht nicht anders. Was ist der Phase bei dir, Didi? Hält Luft an, verhungert. Was ist denn los? Scheiße, was ist das denn da? Ach, wahrscheinlich mit dem blöden Sand. Was haben wir denn da? Magmatit. Hier, irgendwie hat er da Sauerstoff gefunden. Interessant. Was ist denn hier Phase? Warum zu... Wo sind die alle? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Gefühlte 20 Duplikanten. Ja, so viele sind es nicht, aber... Kann nicht wahr sein, dass hier sich keine Sau hier oben blicken lässt, obwohl hier überall Aufträge sind. Während der Didi da gerade am Todesröcheln ist. Und Hunger hat. Renn, Didi, hol dir was zu essen. Ich glaube, den werden wir jetzt noch mal eben beobachten. Komm, jetzt gönn dir mal ein bisschen Essen irgendwo. Mach mir eigentlich nicht so viele Sorgen um die, ne? Aber... Kapieren muss er mir jetzt hier auch nicht. Das kann ich mir sonst ewig anhören. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Dann geh dir doch was essen. Oh Gott, geh dir bloß was essen! Was willst du denn da? Wo? Boah, ernsthaft. Am Arsch, Didi, du kommst da jetzt nicht rein. Du gehst dir jetzt erstmal schön was futtern, damit das klar ist. Scheiß auf deine Blase. Das sieht schon besser aus. Hol dir was zu essen! Kannst du bitte mehr essen? Danke. Ja, iss dir bitte noch mehr. Warum essen wir Schmutzwurzeln? Egal. Okay, Didi geht's gut. Dass die immer die Toilette priorisieren, ne? Das ist furchtbar. Als wenn man von nicht auf Toilette gehen sterben würde. So, wir brauchen hier auch noch eine Leiter. Das brauchen wir nicht unbedingt auf höchster Prio bauen. Dann gibt es hier nämlich ganz schicke Kantinentische. Also so richtig schöne Kantinentische hier unten. Ein paar Leute dürfen dann im Keller essen. So. Wir schauen mal kurz nach. Flüssigkeitspumpe. Das sieht gut aus. Da fehlen jetzt halt noch die Rohre. Ansonsten passt das. Strom. Passt dann auch. Oh. Gut, dann haben wir das. Wahrscheinlich wird uns hier der Stromkreis massiv um die Ohren fliegen, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. So. Ich glaube, so langsam müsste ich tatsächlich auch mal zum Ende kommen, ne? Ja. So, wir schreiben mal. Hallo, ihr beiden. Ich brauche dringend dafür einen
Mache ich jetzt noch so trinken da? Ich glaube tatsächlich, dass es Jesse gerade dringender braucht. Dadurch, dass ich da oben eine relativ gute Wasserquelle jetzt haben werde, glaube ich nicht, dass ich unbedingt brauchen werde. Also ist jetzt gerade nicht mehr ganz so kritisch. Ansonsten, was kann ich den beiden denn sagen? Eigentlich nichts. So. Generatoren sind am Netz. Boomer, kannst jetzt mal Vollgas geben mit der Stahlproduktion. Ich über beim nächsten Mal die Glasproduktion nötige dafür den Stahl. Ja. Liste. Da machen wir aber mal runter. Und die gehen mal auf 2 Tonnen Stahl. Ich glaube, hier eine Tonne hatten wir ja schon. Da kommen wir damit hoffentlich klar. 1 Tonnen hatten wir. 2 Tonnen da drauf. 1,2 für den Vaku. Wenn wir jetzt. Sonst brauchen wir auch nichts. Die Glasteile auf jeden Fall, ja, aber wie viel Material brauchen die? Achso, die brauchen noch immer Stahlwert. Dann ist ja egal. Können wir die überhaupt in den Raum setzen? Nö, kann ich nicht mehr. Okay, dann muss ich die nach außerhalb setzen. Okay, ja, dann lassen wir es halt in einem Dampfraum dann raus. So, okay. Oder aber die Alternative ist, wir ballern den Scheiß einfach in ein Dingensbiom. Geil. Ihr könnt es auch halt einfach in einen hier irgendwo machen. Dann ist das nicht so ein Problem. Sparen wir uns vielleicht auch. Ich glaube, das machen wir auch tatsächlich. Dann nehmen wir nächstes Mal die Glasproduktion. Streichen wir das mit dem Stahl. Dann soll lieber Jesse den bekommen, falls sie noch was braucht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, sie hat tatsächlich schon Stahl bekommen anscheinend. Die hat auf jeden Fall schon einen Wagen bauen können. Okay. So, die können wir mal reparieren. Tour. Geht wohl. Ein bisschen warm hier. Ah, da sehe ich doch was. So, und Buma lässt da das Wasser durchlaufen. Ah. Okay, schon gerade gewundert, warum ist das da so kalt bei ihm? Wie sieht's hier aus? Naja. Könnte besser sein. So, was wir noch machen können, ist aufräumen lassen. Das können wir mal alles aufräumen lassen. Damit sie das bis zum nächsten Mal fertig haben. Damit da nicht mehr mal alles rumliegt. So. Können wir auch mal alles aufräumen lassen. Da. Da lassen wir sowieso aufräumen. Da können wir noch wischen. Pipi im Schlafzimmer ist halt auch nicht so geil. Haben wir hier noch was Schickes? Ein bisschen Salzwasser. So,
Ja, tatsächlich haben wir jetzt nicht viel geschafft, aber wir haben wenigstens so den Rest erkundet. Ich glaube, dass hier nichts mehr ist. Was ist denn das hier für ein Mega-Loch? Einfach ein Loch. Okay. Das ist halt ganz geil hier mit dem verschmutzten Wasserschlot. Den können wir halt super als Garfield. Niedrige Priorität. Verarschen. Unser einziger Forscher. Kannst du mir niedrige Priorität drauf haben? Nein, das ist nicht meiner. Wo ist mein Garfield? Da. Dino. Forscher. Da. Geh mal zu, dass du das hier erforscht. Hätte mich jetzt noch ganz gerne interessiert, aber ich glaube, wir sind über der Zeit. Ja, ich denke, die Menge hier wird bis... Also wenn das hier fertig gebaut ist, dann wird die Menge hier wahrscheinlich bis zum nächsten Mal reichen. Dann können wir den ganzen Driss von hier und da noch mit der Reihe laufen lassen. Und der ist ja dann vielleicht auch schon tatsächlich dann ausgebrochen. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Wie es dann gelaufen ist. Ansonsten irgendwas gucken, essen. Eloise haben wir. Ein paar zumindest. Sind ein bisschen runtergegangen. Weil die hier zwischendurch warm geworden sind. Oh. Vielleicht weil wir auch keine Erde mehr haben. Shit. Blöd. Okay, den ist zu warm. Aber dann hat Jesse wahrscheinlich noch Erde. Ja. Das ist ein Problem, weil ich auch kein... Wahrscheinlich nicht mehr großartig Erde da haben. Hier und da noch so ein bisschen, aber das ist halt auch nicht viel. Können wir nochmal eben hier weggraben lassen. So, kann sich da irgendein Dumpfbuddel einsperren? Ich glaube nicht. Das sollten sie auch nicht hinkriegen. Und wer dann doch so doof ist und sich irgendwie einsperrt, der... Ja. Hat man vielleicht verdient. So. Schreibe ich da... mir geht die Erde aus. Mal. Bitte. Ich ob bei mir gedüngt wird. Dankeschön. Ja, müssen wir uns bis zum nächsten Mal tatsächlich auch noch Gedanken darüber machen, wie wir an Essen kommen. Achso. Bitte. Und wird. Jetzt nicht. Schick mal was. So. Okay. Ja, ein Problem, was wir dann nächstes Mal tatsächlich angehen müssen. Weil ich denke, die Erde wird nicht ganz reichen. Okay, ja, ich habe jetzt leider keinen, der... Ich will jetzt auch nicht weiterspielen. Also, wir werden das schon irgendwie überleben. Wir haben ja jede Menge Essen liegen und Jesse und Boomer können ja auch einen Blick drauf werfen. Das soll schon wohl klappen.
Und wenn nicht, dann sind die Bänder halt mal schuld. Nee, dann werden wir nächstes Mal einfach mal ein paar Frustkörner verkochen. Zumindest übergangsweise und dann schauen, wie wir es dann anstellen. Ich sehe gerade keine Dornbären, ich sehe gerade halt auch keine Mehläuse. Ich weiß auch nicht so genau, was wir machen. Möglich wären vielleicht auch Pilze. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Werde ich mir bis zum nächsten Mal Gedanken drüber machen müssen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern ein Like da lassen. Und ja, ansonsten schaltet dann gerne nächsten Sonntag bei der lieben Jessie rein. Ne? Wie immer 12 Uhr auf Jessies Kanal dann. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!